Rekordsieg für Ellie Seitz. Beim Mehrkampf der Frauen der Finals 2021 sichert sich die Stuttgarterin den Titel vor Pauline Schäfer und Titelverteidigerin Sarah Voss. Die deutsche Meisterin von 2019, Sarah Voss, konnte sich zunächst am Sprung mit 13,650 Punkten in Führung setzen. Doch Ellie Seitz zeigte am Stufenbarren, an dem sie 2018 WM-Bronze geholt hatte, mit 14,650 Punkten eine sehr starke Übung und setzt sich damit an die Spitze. Durch zwei Absteiger am Schwebebalken fand sie sich vor dem letzten Gerät nur noch auf Platz 3 wieder. Newcomerin Emma Malewski zeigte eine gelungene Premiere. Die 16-Jährige belegte bei ihren ersten deutschen Meisterschaften den 6. Platz. Die Führung hatte indessen Pauline Schäfer übernommen. Die Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken zeigte an ihrem Paradegerät eine beeindruckende Übung, inklusive dem nach ihr benannten Schäfer-Salto. Zwischen Schäfer, Voss und Seitz lagen vor dem letzten Gerät nur noch wenige Punkte Abstand. Als letzte Starterin wusste Ellie Seitz, dass sie eine fehlerfreie Bodenübung zeigen musste, um noch an ihren beiden Konkurrentinnen vorbeiziehen zu können. Und das gelang ihr. Mit einer Gesamtpunktzahl von 53,500 Punkten hatte sie genau ein Zehntel mehr auf dem Konto als Pauline Schäfer und sicherte sich somit ihren 8. deutschen Mehrkampftitel und den insgesamt 23. deutschen Meistertitel ihrer Karriere. Nach dem für viele Athleten ersten Wettkampf nach 1,5 Jahren Wettkampfpause zeigten sich alle Turnerinnen zufrieden und richten ihren Blick bereits in Richtung München. Ja, also ich freue mich, dass ich heute endlich wieder turnen durfte. Mein letzter Wettkampf war 2019 und der letzte Vierkampf ist auch schon eine Weile her. Ich habe heute ja nahezu 100% geturnt. Freier Tag sein zum Regenerieren. Dienstag komme ich dann wieder ins Training und versuche mal wieder reinzukommen. Mittwoch, Donnerstag wird nochmal ordentlich trainiert zu Hause. Und dann geht es nach München und da freue ich mich dann riesig drauf. Trainiere dann am Freitag dort nochmal und Samstag geht es dann richtig los in München. Ich bin weitestgehend zufrieden. Ich habe aber auch nur 75-80% meines Potenzials heute gezeigt. Ich habe überall ein bisschen zurückgeschraubt und freue mich natürlich auf die nächste Woche, auf München und hoffe, dass ich da mein volles Potenzial ausschöpfen kann und dann noch einen draufsetzen kann.